Hey, jetzt kommen die Ninja Turtles, und zwar Michael Bay's Teenage Mutant Ninja Turtles. Weil, ganz ehrlich, wenn ich an die Helden meiner Kindheit denke, dann passen die natürlich zu niemandem besser als zu dem Mann, dessen Karriere bis jetzt eine Mischung war aus wolkenkratzergroßen Robotern, die sich gegenseitig die metallische Fresse polieren und Witzen, die Zwölfjährigen zu peinlich wären. Da sind meine Idole natürlich perfekt aufgehoben. Und wie schlimm, wie tragisch dieses Schicksal der Turtles sein wird, das werden wir im heutigen Trailer sehen, weil in den nächsten Minuten schaue ich mir zum allerersten Mal den Trailer zu Michael Bay's Teenage Mutant Ninja Turtles mit unter anderem Megan Fox. Vielleicht steht irgendwo in dem Trailer ein Motorrad herum, wer weiß. Michael Bay ist ja sonst immer so abwechslungsreich und kreativ. Auf jeden Fall, ich schaue den Trailer jetzt zum allerersten Mal. Wer den Trailer mit mir gemeinsam schauen möchte, findet den Link in der Videobeschreibung, kann dann zeitgleich mit mir starten und sieht meine bösen Kommentare und den Trailer synchronisiert. Aus Copyright-Gründen kann ich ihn nicht selber in mein Video einbauen. In diesem Sinne starten wir den Trailer zu Teenage Mutant Ninja Turtles. Yikes. Klingt gut? And there is a clown. Gotham City wird von einem Clown heimgesucht. Und damit meinte ich nicht Michael Bay. So gemein sind meine Witze dann auch wieder nicht. Okay, wir laufen durch die Kanalisation, wo vielleicht der Punisher wohnt. Haben die Masken auf von den Wächtern aus Escape Plan. In dem Trailer fehlt mir bis jetzt nur eines. Kleiner Hinweis, es ist grün. Hat einen Panzer. Ich dachte nicht, dass ich das mal sage, aber die Effekte in Frozen sahen realistischer aus als das. Ich musste kurz weinen. Mein, ganz ehrlich, die Charaktermodelle von den Turtles sind schon interessant. Für mich sahen die Turtles irgendwie so aus wie eine Kreuzung aus den Original Teenage Mutant Ninja Turtles und Samuel L. Jackson. Aber die Stimme, das geht gar nicht. Haben sie irgendwie den Typen genommen, der Arnold Schwarzenegger in Escape Plan synchronisiert und sich gedacht, hey, da haben wir andere riesige, muskulöse, tolle Kreaturen, die am besten unpassende Stimmen brauchen. Naja, ich weiß es nicht. Ehrlich gesagt, der Gag mit der Maske am Ende war irgendwie witzig, weil, huch, ich setze meine ganz riesige Maske, die einen großen Teil von meinem Gesicht bedeckt, auf und es erkennt mich keiner mehr. Nein, genauso wie wenn sich eine riesige mutierte Killerschildkröte einen Trenchcoat und einen Hut aufsetzt, erkennt niemand mehr das grüne Gesicht und die hervorstechende Nase. Apropos, wo ist die hervorstechende Nase in dem neuen Film? Ich weiß es nicht. Ich fürchte mich etwas, aber ganz ehrlich, die Action in dem Trailer sieht zumindest wahnsinnig cool aus. Und jemand wie Michael Bay ist auf jeden Fall jemand, dem ich zutraue, dass er aus der Action dann wirklich was rausholt. Die Frage ist nur, ob das etwas ist, das wir gerne sehen wollen. Und das wird sich wahrscheinlich erst dann zeigen, wenn der Film fertig draußen ist. Bis jetzt gehe ich mal ganz kurz stimmtechnisch weiter weinen und wir sehen uns dann wahrscheinlich irgendwann einmal beim Review zum kompletten Film Teenage Mutant Ninja Turtles. Yeah!